heute bekommen wir Gymnasty Playground. Das ist immer noch der Big Rock 3S und ja, ich habe das Mittelliff immer noch drin. Es hat mir so gut gefallen, wie er damit performt. Reifen wollte ich noch ändern. Wir haben jetzt hier auf 17 mm Adapter, ich hoffe, das hält alles, haben wir Lewis Reifen, die eigentlich für den Max gedacht sind. Und wir haben Dämpfer von ZT Racing, als Achterdämpfer dran, die hier sehr gut ranpassen. Testweise. Ich spüre noch ein bisschen mit dem Öl rum und so weiter. Und da nehme ich jetzt mal mit auf die Reise, würde ich sagen, hier in den Abendstunden. Ich finde schon mal optisch ihn sehr gelungen jetzt mit den fetten Reifen. Ah, sehr schön. Also diese Reifen mochte ich ja immer nicht. Ich habe zwei Z davon tatsächlich. Ich habe noch die Pioneer-Variante. Und ja, wo ich natürlich vermehrt auf Sandflächen unterwegs war, da waren die echt schlecht, muss man sagen. Aber hier auf dem Rasen, sag mal, wurden die dafür gemacht. Da gefällt mir das dann doch ganz gut. Aber er fuhr ja hier auf dem Rasen auch mit seinen original Ragnarok-Reifen ja auch sehr gut. Da haben die ja auch eine bessere Performance als im Geländeantrag gelegt. Nur was gefehlt hat, ist natürlich einfach Masse, damit man noch eine gewisse Air-Control hat, ne? Also ich habe jetzt so ein bisschen auch am Regler hier den Punch noch ein bisschen erhöht, das hatte ich gar nicht bei ihm gar nicht gemacht. Das kommt natürlich auch nochmal bei Momenten, wo man dann mit einem Kick-Up hinten abspringt, also sprich, versucht mit der Nase in den Boden einzurasten. Da kann natürlich das Fahren mit erhöhtem Punch natürlich noch ein wenig helfen. Ich glaube, die Bremse war bei ihm auch sehr hoch eingestellt tatsächlich. Warum auch immer, das habe ich natürlich zu meinen Vorlieben, wie ich es bei Hobbywing-Regeln gerne habe. Und der alte Armregler hier ist ja auch ein umgelabelter Hobbywing. Habe ich sie meistens auf 37,5%. Das passt für mich am besten beim Bremsen. Ja, ich kann euch nach wie vor nur raten, Leute. Macht den Mitteldiff-Umbau. Ob nun mit Originalteilen oder aus dem Zubehör, was es mittlerweile gibt. Weiß nicht genau, wann das ankommt bei mir, nicht, ob ich euch das zeigen kann. Aber das bringt die Autos echt auf ein ganz anderes Level. Das ist logischerweise auch, ne? Mitteldiff ist nach Superkupplung fahrtechnisch immer überlegen. Beste ist natürlich beides zusammen, aber das ist natürlich im 1- und 10er Bereich völlig übertrieben da, ne? Aber man kann ihn so schön gutmütig fahren. Ja, die Dämpfer sind weich, wie ihr seht, habe ich relativ weich gemacht. Spiegelt sich hier beim Fahren dann auch positiv wieder, wie ich finde. Natürlich klatscht er dann aber, wir landen natürlich heftig auf, aber gut. Sehr schön. Oh, aber gerade so, ey. Geil, Leute. Geil. Den Wagen, der ist ja nun auch schon alt. Das ist immer noch der originale Big Rock, den er damals, wo er rausgekommen ist, als er in der V3-Version in den Videos gesehen habt, im Unboxing und so weiter. Das ist immer noch genau dieser Wagen. Habe ich jetzt mal neue Kugelköpfe spendiert. Kann man auch sehen da. Glaube ich, oder? Aber hier vorne. Sieht man so ein bisschen, also die Kugelköpfe von der Aufhängung sind jetzt alle mal neu. Die waren tatsächlich verschlissen, weil es halt Kunststoff ist. Ne? Auch so eine Sache, die nicht so schön ist bei den Autos, aber
auch lange hält, bevor es im Arsch ist, finde ich. Und der ist nur im Sand unterwegs gewesen, ne? Was natürlich dann wie Schmirgelpapier ist. So, bevor ich jetzt wirklich noch einen Reifen verliere, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen, weil irgendwie sieht das so aus. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei German RC Playground.